Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns Jans Abendsroutine an. Ich bin sehr gespannt. Wir kennen ja schon seine Morgensroutine. Jetzt gucken wir mal die Abendsroutine an. Ja, richtig wild, ne? Steht im Titel, ist wie bei mir. Also richtig wild Zähne putzen abends. Dann gehe ich richtig wild nochmal duschen und dann gehe ich schlafen. Das ist eine ganz wilde Fahrt. Das ist meine wildeste Phase überhaupt. So, mal gucken, wie es bei Jan ist. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr Action. Früher hatten wir mal niveauvolle Unterhaltung. Jetzt ist haben nie wo. Nie wo oder nie wir wer. Machen Kunststücke. Tims Dödel ist viel zu groß gewesen für... Hey, Nathan. Was? Pack das Ding weg, Jan. Bist du bekloppt? Das ist ein Tacker. Womit ein Tacker? Oh, das... Oh. Ey! Hast du dich eingenäfft? Nein, jetzt hör auf. Doch, hast du. Du hast dich eingenäfft. Alles voll. Oh, ich muss es nicht lassen. Jetzt hör auf. Also mit den Tacker an den Juwelen, ich will nicht wissen, wie weh das tut. Ich kenne das ja schon, wenn man sich da schneidet. Da will ich gar nicht erst wissen, wie es weh tut, wenn man da reingepiekst wird. Herzlich willkommen zu einem Abend mit Gewitter im Kopf. Ihr seid heute dabei und werdet miterleben, was heute Abend so passieren wird. Genau, wir machen gleich noch einen Livestream. Und ganz viele andere tolle Sachen. Ja, Pornos gucken. Auch, ihr sitzt einfach zu Hause rum und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Pornos gucken. Wir wollten eigentlich gerade Monopoly aufnehmen, aber dann ist uns aufgefallen, wir haben kein Monopoly. Keine Lust auf Monopoly. Ja. Also. Aua! Aua! Warum schreist du jetzt so? Ich versetz mich in die Lage deiner Ex hinein. Aua! Das stimmt nicht, das ist passiert, als du dir den Zeh gestoßen hast. Nein, das ist passiert, als ich mich am Bein gestoßen habe. Ach, es geht nicht, meine Waden sind zu muskulös. Was machst du da? Seht ihr, es ist muskulös. Jan hat die Kamera übernommen. Und der Tim wird bald einen Eingriff in der Schönheitsklinik machen. Hä, das werde ich überhaupt nicht. Du wirst es wohl. Warum denn? Du wirst es tun. Warum? Wegen deiner Hässlichkeit. Ja. Das hat meine Mutter auch immer zu mir gesagt. Ich habe auch immer gefragt, warum. Ja, guck dich mal in den Spiegel an, dann weißt du warum. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm mal machen. Und ihr seht, ne, das ist da draus geworden. Also, ja, Auto, ich sag immer Autounfall. Jetzt so angucke, siehst du auch nicht viel schöner aus. Ey! Na! Au! Oh. Du hast euch das Objektiv in die Kunst. Ich hau dir jetzt ganz woanders hin. Der ist krank im Kopf. Du hast die ganze Kamera verstellt. Hallo, was machst du? Jan, und hier. Jan, was machst du? Ja, herzlich willkommen beim Abend Gewitter im Kopf, würde ich sagen. Herzlich willkommen bei Gewitter im Kopf. Lass mich in Ruhe. Was hast du da in der Hand? Das umgedrehte Kreuz hat er in der Hand, Mensch. Oh mein Gott. Fast. Fast das umgedrehte Kreuz. Damit kann man auch Rituale abhalten, aber ich glaube keine satanischen. Die Rituale sehen ein bisschen anders aus mit dem Kreuz hier. Das sind andere Rituale, die kann ich euch jetzt nicht erklären. Das haben die einfach mal so irgendwo da liegen, weißt du? Also ich habe sowas im Bart. Nee, ich habe im Bart... Weiß ich nicht. Meine elektrische Zahnbürste. Ja. Und was habe ich noch? Meinen elektrischen Rasierer. Das war's eigentlich. Und Shampoo. Aber nee, elektrisch mein Shampoo. Gefällt das? Achtung, rutschig. Also abends geht's bei uns nicht immer so zu. Das ist jetzt gerade irgendwie... Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Kannst du mich bitte aufstehen? Warum gehst du in mein Bett rein? Du hast mich... Ey! Ja, das, meine Kinder, wie erkläre ich euch das? Also, Mama und Papi haben sich ganz doll lieb. Und... Ja, komm, ich lasse es sein. Guckt doch einfach Videos. Ihr kennt doch die ganzen Seiten. Guckt doch einfach eure Videos da mit 12. Das ist übrigens kein Vibrator, das ist eine Zahnbürste. Ja. Es ist eine Zahnbürste. Echt, das ist eine Zahnbürste? Lass mich. Ey, hör auf, mich festzuhalten. Du hast dich von alleine fallen lassen. Früher hatten wir mal niveauvolle Unterhaltung.
Jetzt ist wir haben nie wo. Ihr wolltet mehr Alltagssituation. Das ist eine Alltagssituation. Das ist eine Alltagssituation. Aua! Du bist nicht der Erste, der an dieser Stelle leiden muss. Jetzt ist gut, komm, jetzt gehe ich. Was los? Jan, was los? Ich glaube, Jan hat keine Kontrolle. Endlich normale Leute. Hey, lass mich rein. Hallo. Jan? Ich stell mir mal so vor, stellt euch mal vor, so Jan würde eine Party schmeißen und irgendwie wird dann hier Notarzt und sowas kommen, ne, weil die haben einen Anruf bekommen, dass irgendwie jemand verletzt ist oder sowas. Und Jan würde dann so rumlaufen mit einer Zahnbürste und Leute da einsperren. Würden dann auch hier die Koffer nehmen. Ne, wir gehen weg. Wir machen Urlaub. Aus. Oder mitmachen. Jan. Ich hab, so, falls es jemand interessiert hat, wie Jans Schlafzimmer so aussieht, so sieht es ja aus. So sieht es ja immer aus. Du hast den Dildo. Kennst du schon den Raum der Waschmaschine? Was? Ja, da kommen dreckige Lappen rein. Da kommen dreckige Lappen rein. Hör auf! Ich hatte gerade ohne Ich hab gerade geblinzelt. Ich dachte, er wirft und deshalb habe ich gerade so geblinzelt, aber ich krieg's da nicht ab. Kennt ihr das? Das habe ich so oft bei, wenn ich so Filme gucke und ich Angst habe, dass da irgendwie, keine Ahnung, was geworfen wird. Mach ich auch manchmal im Kino. Ich erwische mich manchmal im Kino, dass ich hab mal. Ich weiß nicht, war irgendein Film, habe ich mal so gemacht, weil dass es klein entgegenkommt. Ne? 3D, ne? Wer weiß, was dann 5D ist oder 4D, dann kommen die Sachen wirklich schon raus, dann kriegst du wirklich was gegen Nischel. Ich bin nur vorsichtig. Warum machst du jetzt überall das Licht aus? Das ist ein Sieg im Dunkeln. Wie lange geht eigentlich dieser Tee? Kannst du mich mal wieder beruhigen? Ich habe einfach Spaß daran, dich zu quälen. Was ist eigentlich das hier? Hast du irgendwie... Sicher. Sie können die Werbung überspringen, so wie Sie den Kauf von Amazon-Aktien übersprungen haben, so wie Google und Apple. Glück. Hat er deine Flaschen hier reingeschleppt? Ich wohne hier nicht. Okay, das ist. Jetzt siehst du schick aus. Was machst du? Nein, gar nichts. Hast du auf die Kamera gesprüht? Ja, alles voll. Ja, alles voll. Rundfahrt! Da ist leider ein Kabel in der Weg, Schätzelein. Kannst du dich dehnen? Nein, kann ich! Oh mein Gott! Geh weg mit dem Pömpel! Was machst du da? Hallo, Vikan! Also ich würde, ne, wenn das Ding hier eine Zahnbürste ist, dann will ich gar nicht wissen, für was der Pömpel da im Hause benutzt wird. Dann ist das eine Schüssel. Naja, ein Löffel zum Umrühren. Aber ist praktisch, ne? Du kannst umrühren, kannst es dann andersrum drücken, dann kannst du so eine Bohle. Lecker, schmeckt nach Bibi. Er war in deinem Arsch. Die Nachbarn kommen schon. Also man kriegt ja Luft darunter, ne? Ja, ich weiß, der war ja auch gerade eben in meinem Klo. Das ist kein Scherz. Also jetzt bei For Real, der war halt nur in der Stehtoilette drin. Nein, nicht mehr. Ja, also ich habe ihn danach auch gewaschen. Oh Mann! Ey, jetzt im Ernst? Ja.
Boah, ich muss mein Gesicht waschen, Alter. Boah. Oh, das ist auch schon eine Woche her. Cool wäre es jetzt gewesen, wenn der jetzt hier was gehabt hätte. Und der Jan einfach nichts gesagt hätte, so. Ja. War natürlich nicht in meiner Toilette, war nur ein Scherz. Ja, wasch dir das Gesicht mal besser wegen den Weichmachern. Aber in meiner Toilette war es nicht drin, ne? Doch nicht. Nein. Natürlich nicht. Justin Timberlake auf Wish bestellt. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Was denn? Was normale Leute abends machen. Hä? Die sind doch normal. Ganz normal. Tim, ziehst du dich gerade aus? Ich dachte, wenn ich schon hier drin bin, kann ich auch nur noch in eine Bahn gehen. Ja, Tanzschlampe, tanz. Nein, ich tanz nicht. Ja, Tanzschlampe. Guck, jetzt filme ich nicht so, das ist voll unangenehm. Ja. Ha. Au! Kannst du mich tragen, so? Ich glaube, wenn ich überlege, die Überschrift, Jans klassische Abendroutine. Klar, ich laufe auch hier mit einer Zahnbürste rum oder mit einem Bömpel oder hier reite auf Leuten rum. Ist auch meine ganz normale Abendroutine. Nee. Doch nicht. Und so? Und wenn ich so hocke? Mach. Ich habe Angst, dass du danach nicht mehr gehen kannst. Jan, ich mach dich einen Putzenbaum auf. Wir machen Kunststücke. Ist das nicht auch eine Rückenübung? Nein, ich finde das interessant, weil du hast auch gesagt, du hast Knack! Knack! Ich weiß auch gar nicht warum. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber es ist eigentlich echt nicht schlecht für den Rücken. Das dehnt auf Dauer ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich kann nicht mehr, das war jetzt zu anstrengend für mich. Jetzt pack den Pömpel weg. Warum habe ich den überhaupt mal mitgebracht? Ja, weil du dumm bist. Was für einen Tipp würdest du jemandem geben, der denkt, dass er Tourette hat, aber sich nicht sicher ist? Ich würde mir einen Termin in einer Tourette-Ambulanz machen, weil die Diagnose darf nur vom Neurologen oder Psychiater gestellt werden. Am besten in der Uniklinik Köln oder Medizinische Hochschule Hannover. Ansonsten geht aber eigentlich auch jede andere neurologische oder psychiatrische Praxis. Denkst du, ich habe Tourette? Ich glaube, dass du ein paar Ticks hast. Echt? Ja. Was für dich? Stimmt, das mache ich echt auf. Hey, krass, dass dir das so auffällt. Natürlich fällt mir das auf. Ja, geil! Jesus, ey! Jesus! Du bist so wunderbar! Das ist das, was Jan macht. Jesus! Jan! Jesus! Jan! Du bist so wunderbar! Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Echt nicht? Hab ich übrigens in Dauerschleife auf mein Handy. Irgendjemand hat mir das mal damals, ich habe da drauf mal reagiert und da kam das Video auch. Ich kann das Video vorher gar nicht, ne? Es gibt ja auch hier irgendwie ein, wie heißt der People-Channel, ne? Also, ja. Boah, wie kann man das am besten formulieren? Wie formuliert man das am besten, ohne Gläubige zu beleidigen? Ich sag mal so, die Leute, die sowas angucken und sagen, ja, das hat was mit meiner Religion zu tun. Da sage ich nur, ey, keine Ahnung, nee, ach komm, guck das an, das ist, würde ich mir auch jeden Tag geben. Doch, so, ich mache gar nicht. Dauerschleife in der Psychiatrie, ey. Bringst du denn normalerweise so deinen Abend? In der Zwangsjacke. Jesus, oh. Ja. Chillen, Serien gucken. Ich gucke auch voll gerne Filme, selbst dann, wenn ich die... Ey, sorry. Ich stelle mir das so gerade vor. In der Gummizelle. Und dann kommt dann so oben die ganze Zeit zu Jesus und dann fängst du irgendwann so auch an, Jesus. So die ganze Zeit. Oh, Scheiße. Ja. Selbst dann, wenn ich die sogar schon kenne. Hast du da einen Tick, wenn du das guckst alleine? Der einzige Tick, den ich immer wieder mal habe, wenn ich alleine bin, ist es, Aua zu schreien. Wieso?
Das ist eine gute Frage. Aber auch ganz häufig, selbst wenn ich am Laptop irgendwas tippe, au, 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 immer genau so. Gibt es da denn irgendeine Geschichte zu? Ja, sagen? Gibt es. Echt? Ja, ja, und wie? Oh, ja, und wie? Oh, oh, oh. Ja. Die wollen mitwissen. Tims Dödel ist viel zu groß gewesen für die Mono von seiner Ex. So, Freunde, wir sind jetzt gerade mit dem Livestream fertig geworden und du wolltest dich jetzt Bett fertig machen. Genau. Spring mal so hoch und dann landest du wieder das andere Klamotten an. Jesus, ja, ey. Was machst du denn normalerweise, nachdem du dir Schlafensklachen angezogen hast? Jetzt habe ich den Schlafanzug an. Und. Oh, hat sie den Bauch rein. Nein! Alle Leute gehen jetzt die Eier. Jesu. Gibt es irgendwelche Probleme, die du hast beim Zähneputzen, weil du Tourette hast? Nein. Kannst du auch alleine leben? Ja. Auch alleine schlafen? Nein, der Tim muss mit mir schlafen. Steckst du dir manchmal die Zahnbürste zu tief rein? Das hast du mir mal erzählt. So wie jetzt häufig. Nein. War das jetzt ein Trick? Nein, das war Absicht. Du sollst dir die Zähne putzen. Warum bin ich immer vergewaltigt, wenn ich einfach nur filmen will? Hey, es war angenehm. Au! Okay, das nicht mal. Auf jeden Fall ist das jetzt Abendroutine. Normalerweise ohne mich in dem Fall. Das haben meine Eltern auch immer bei mir gemacht. Die haben mir immer so einen Denkanstoß gegeben. Aber es hat... Seht, aus, was aus mir geworden ist, hat nie geholfen. Danke für diese tolle Frisur. Hast du so Rituale, wenn du schlafen gehst? Fragen, Teufel anbeten. Hi, Lantan. Mach doch immer. Gute Nacht, Tim hat mich jetzt zu Bett gefragt. Er gefragt? Ich mache jetzt, mach jetzt noch ein satanisches Ritual, dann gehe ich schlafen und wir sehen uns. Genau. Nee, das ist aber so eine Routine, die mache ich abends auch immer. Ich habe ja hier ein Altar, ganz handelsüblich bei Pogo gekauft. Da gibt es ja so eine Satanisten... wie den mal Bereich, Satanistenbereich, und da haben sie mir so einen Altar gegeben und da habe ich halt gefragt, für was für Opfer, weil ich würde schon gerne abends immer so mal Menschenopfer auch mal, also nicht nur Kleintiere, sondern auch mal Menschenopfer, haben sie gesagt, geht in Ordnung und ja, ne, frage ich immer hier Nachbar, ob der mal kurz Zeit hat, ob der mir mal helfen kann, ja, ne, genau, das sind so also kleine Routinen, die mache ich halt abends immer. Ja, war aber wieder ein übles cooles Video, hat mir übel gefallen und ich krieg das mit Jesus nie mehr raus und ich glaube, es werde ich mir jetzt gleich nochmal antun, ich weiß nicht wieso. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns definitiv, Dativ Akkusativ, im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.